Und da sind wir wieder zurück mit Dragon Age Origins. Wir stehen vor der Urne. Wir haben sie. Wir können sie schon riechen. Wir könnten die Asche schon anlecken, wenn wir wollen würden. Ja. Hatte sie für eine Legende gehalten. Ich habe nicht daran geglaubt. Tja, siehst du mal, Win. Was haben wir hier? Ein Altar. Und eine durchquerbare Feuerwand. Ja. Dieser Altar ist nicht viel mehr als ein staubiger Steinblock. Du erkennst an der Vorderseite eine Inschrift. Legt ab die Zeichen weltlichen Lebens und hüllt euch in die Güte des Geistes. König und Sklave, Adeliger und Bettler seien neugeboren unter dem Blick des Erbauers. Okay, wir machen uns nackig. Saffron? Alistair! Saffron! Was macht ihr da? Oh Gott. Aber der Arsch ist schon nicht schlecht, ne, von ihr. Okay, und durch damit. Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid Andrastes Weg gegangen und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilgerin. Nähert euch der heiligen Asche. Darf ich mich vorher wieder anziehen? Puh, cool. Ich habe mich wieder angezogen, automatisch. Hätte ich nicht erwartet von dem Spiel. Haben jetzt gerade meine Gefährten Schaden bekommen, weil sie durchs Feuer gelaufen sind? Oh Mann. Okay. Wir haben sie gefunden. Die heilige Asche von Andraste. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand Andrastes letzte Ruhestätte finden könnte. Aber jetzt liegt sie vor uns. Es gibt keine größere Ehre, als hier zu sein. Ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Hübsche Vase. So eine brauche ich für mein Haus. Toll. Dies sind die sterblichen Überreste von Andraste, Prophetin und Braut des Erbauers. Wir nehmen eine Prise mit. Können wir hoffentlich Al-Imin heilen. Hoffentlich hat die Urne tatsächlich heilende Wirkung. Und dann lassen wir sie unangetastet. Genau, und jetzt looten wir. Da liegt ein glückloser Abenteurer. Den schlachten wir aus. Du da. Hallo. Gürtel des Magisterlords? Ja, ist okay. Ich habe schon genug Gürtel. Was gibt's hier? Berggipfel und Berggipfel. Okay. Wir haben die Asche, wir können zurück zu Al-Imin und können ihn hoffentlich heilen. Ja, hoffen wir mal, dass die Asche nicht einfach nur ein Relikt ist und tatsächlich irgendeine heilende Wirkung hat. Das fände ich nämlich super gut und ja. Ich speichere an der Stelle mal, weil ich immer noch Angst habe, dass der Drache uns angreift. Der macht da oben nämlich was. Guck mal, der hat sich bewegt, ich habe es genau gesehen. Okay, oder auch nicht. Wir können den aber irgendwie bekämpfen, oder? Ich überlege gerade, hatten wir da irgendwie was, was wir tun mussten? Irgendein Horn blasen? Warte, ich glaube, wartet mal. Ja, doch, ich erinnere mich. Oh, ein Hoch auf mein Gedächtnis. Kolgrims Horn. Benutzt mit die, dieses mit dem abgeänderten Symbol der Kirche verzierte Horn gehörte einst Vater Kolgrim aus Haven. Wenn er mit dem hohen Drachen, den er für die wiedergeborene Andraste hielt, kommunizieren wollte, ließ er dieses Horn vom Berggipfel erklingen. Benutzen. Lass dieses Horn auf dem Gipfel des über dem Dorf Haven aufragenden Berges erklingen, um den hohen Drachen herbeizurufen. Wir machen uns einen Drachen platt. Hallo, meine Schönheit. Upsa, wo ist sie hin? Ein Drache! Da ist er hin! Cool, oder auch nicht so cool. Leute, haut mal bitte drauf. Warum haut hier kein. Okay, nein, das akzeptiere ich nicht, Freunde. Das tut mir jetzt leid. Aber der Drache landet und alle stehen sie da und gucken dumm. Ich weiß auch nicht, ob der immer in unserer Mitte landet, aber das lade ich nochmal schnell neu. Das ist ja. Und ich werde auch nur diesen ein oder zwei Versuche machen. Weil, ich weiß, so ein Drache hat richtig Feuer unterm Arsch. Und, ja, dann bitte mal draufhauen und win. Bitte, die Aura hat sie an, das ist super. Bitte mal gerade eine Wo ist mein Gruppenheilung Ziel? raushauen.
bitte mal den Drachen hauen? Oder rede ich Chinesisch, Freunde? Bitte haut den Drachen. Wer snackt hier gerade Zephron weg? Bitte mal Zephron wieder aufnehmen, dankeschön. Aua. Wie lange noch? Oh Gott. Zephron, du brennst? Ja. Hey, das Feuer ist, dein Schwanz brennt. Und dann gleich nochmal einen Lyriumtrank hinterher kippen, bitte. Win. Aua. Feueratem finde ich nicht so geil. Ich finde es aber gerade ziemlich gut, dass Win hier so schön Abstand hält. Verschlingen. Win, hau dir bitte nochmal schnell einen Lyriumtrank hinter die Binde. Wo soll ich zuschlagen? Mhm. Und der Drache hüpft hier rum, als wäre es hier. Wäre ja gerade ein. Also. Moshpit. Wenn ich mal einfach dranbleiben könnte, könnte ich auch Schaden machen, aber der schubst mich immer so fies von sich weg. Die kleine Katzsau. Okay, das muss doch nicht mehr lange durchhalten. Das und bitte mal die Heilung hier auf unsere Nadja. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Aber jetzt nicht greedy werden, ne? Jetzt nicht greedy werden, Maus. So. Ach, komm. Jawoll. Weißt du doch nicht etwa ernst? Wer kriegt den Kill? Zephron? Zephron hüpft schon wieder auf alles drauf. Boah, geil. Jawoll, Zephron hüpft einfach auf alles drauf, was sich bewegt. Ich wusste es ja schon immer. Loot, guckt euch mal das ganze tolle Loot an. Oh, super, hey. Ich glaube, ich werde gerade ein bisschen geil. So, geil. Drachenschuppenrüstung? Du hast eine Drachenschuppe gefunden. Ein meisterhafter Rüstungsschmied könnte dafür Verwendung haben. Ja, und ich weiß auch schon, wo wir einen finden. Aber erstmal speichere ich. wir haben einen Drachen besiegt, Freunde. Einen Drachen. Einen echten großen. So richtig mit Feuerspucken und so. Cool. Und dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt auf den Rückweg zurück nach Denerim oder wo auch immer Bruder Genitivi jetzt wartet und ihm, wir sagen ihm, was Sache ist. Und dann werden wir zu Al-Imen gehen und den heilen. Damit dann er hoffentlich uns im Kampf gegen die Verderbnis unterstützt und hoffentlich Terran Logan so keinen Dämpfer verpassen kann, der hier gerade politisch gesehen auf dem Vormarsch ist. Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. Wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir hier runter, oder? Ja, hier runter geht's. Dann können wir Genitivi ja gerade auf dem Rückweg einsammeln. Das ist wie das Kind, das man im Bälleparadies abgegeben hat. Mit dem Unterschied, dass das ein Gelehrter ist, den wir im Gelehrtenparadies abgegeben haben. Da vorne steht er. So, Genitivi. Hey, du hast deine Klamotten gefixt. Oder auch nicht. Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Genitivi, den Beutel mit der Asche zeigen. Ist das... Oh, da ist Staub auf... Nein, das ist kein Staub. Oh, Erbauer, ich bin nicht würdig, das zu sehen. Wie war das?
Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Ja, eigentlich bin ich eine Zwergin und glaube nicht an sowas. Von daher würde ich eigentlich gerne die dritte Option nehmen. Es ist nur ein Steinbehälter mit einer verbrannten Frau darin. Aber ich nehme das erste, das ist so ein bisschen schwächer, zermürbend. Es gab Prüfungen. Prüfungen? Interessant. Höchst interessant. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Das ist unklug. Viele würden versuchen, daraus Vorteile zu schlagen. Aber die Urne gehört allen Gläubigen. Könnt ihr sie ihnen verweigern? Nein, wir müssen sie teilen. Eure Absichten sind edel, Bruder Genitivi. Aber könnt ihr das Gleiche auch von euren Brüdern in der Kirche sagen? Damit jeder kommen und sich ein bisschen Asche aus der Urne nehmen kann? Dann hoffe ich nur, dass sich die Urne immer wieder von selbst füllt. Vielleicht könnte man auch Eintritt verlangen. Nicht? Ich werde diese frohe Kunde verbreiten. Und wenn ich dabei sterbe. Wenn Schlimmeres daraus erwächst, ist es eure Schuld. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Werden wir bestimmt. Bis dahin hoffentlich in gefixter Rüstung. Ja, wir haben die Asche. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mal zurück nach Denerim. Wir können direkt nach Redcliffe und das werden wir auch tun. Verfallener Tempel, Schloss Redcliffe, Dorf Redcliffe, Schloss Redcliffe. Wir wandern... Und wir werden natürlich unterwegs wieder mal angegriffen. Wie soll es auch anders sein? Wer will was vom grauen Wächter? Eine Abscheulichkeit. Ja, na dann komm mal. Das sind kleine Abscheulichkeiten. Achtung! Und hier. Wenn doch nur alles so leicht wäre. Das war jetzt zugegebenermaßen ziemlich Kinderkacke. Feldspatring? Aber die Fassung ist ja sorgsam gearbeitet. Okay. Weiß ich nicht, ob es was bringt. Aber wir haben Reynolds gefunden. Reynolds Tagebuch. Du hast Reynolds Leichnam und die Abscheulichkeit, die ihn getötet hat, gefunden. Sein Tagebuch erzählt von seinen letzten Tagen. Kehre zur Gemeinschaft zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Ja. Haben wir wieder nebenbei mal so eine Nebenquest abgeschlossen. Einfach so im Vorbeigehen. Ist nicht schlecht. Kann man mal machen. Aber wir gehen erst dann zurück. Ja. Ich glaube, es gibt hier auch wieder einen Point of No Return. Also quasi für diejenigen, die das nicht kennen, ein Punkt, ab dem die Story so weit vorangeschritten ist, dass gewisse Sachen nicht mehr zu tun, dass man gewisse Sachen nicht mehr tun kann. Ich weiß nur leider auswendig nicht, ob es wirklich einen gibt und wann der wäre. Deswegen würde ich jetzt gerne hier den Aal heilen und dann noch ein paar Nebenquests machen, weil ich befürchte, wir nähern uns dann relativ mit großen Schritten dem tatsächlichen Ende, das natürlich dann nicht sofort das Ende ist, aber es läutet quasi diesen Point of No Return ein. Könnte ich mir vorstellen. Oh, guck mal, da liegt immer noch das Loot von der Wache. Hat noch keiner weggeräumt. Ja, Bentigen, ich habe die Urne gefunden. Ihr seid zurück? Chef heilen. Habt ihr Neuigkeiten? Ja, ich habe die Urne gefunden. Wirklich? Wunderbar. Wir gehen sofort zu Eamon und finden heraus, ob das Relikt seinem Ruf, was Heilkräfte angeht, gerecht wird. Ey, hoffentlich. Sieht nicht so cool aus hier gerade, junge Frau. Wo bin ich? Yay, erlebt! Ruhig, Bruder. Du warst eine lange Zeit todkrank. Erinnerst du dich an nichts? Tegan? Was machst du hier? Wo ist Isord? Ich bin hier, Gatte. Und Connor? Wo ist mein Junge? Wo ist unser Sohn? Er lebt, aber viele andere sind tot. Es gibt viel zu erzählen, Gatte. Tot? Dann war es kein Traum? Vieles ist geschehen, seit du erkrankt bist, Bruder. Einiges davon wird dich sehr schmerzen.
Dann sprich, ich will alles hören. Ja, das ist natürlich bitter, wenn man dann im Bett liegt und quasi nichts mitkriegt von dem, was hier passiert und dann mit sowas konfrontiert wird plötzlich. Das ist höchst beunruhigend. Wahrlich, es gibt eine Menge zu tun. Doch zunächst möchte ich denen danken, die bereits so viel geleistet haben. Graue Wächter, ihr habt nicht nur mein Leben gerettet, sondern auch meine Familie bewahrt. Ich stehe in eurer Schuld. Darf ich euch eine Belohnung für eure Dienste anbieten? Ich brauche eure Hilfe gegen die Verderbnis. Das reicht völlig aus. Ich verstehe, doch ungeachtet eurer Motive habt ihr zudem eine Belohnung verdient. Ich möchte lediglich eure Bemühungen honorieren. Was will ich denn? Gut, wie ihr wünscht. Dann erlaubt mir, euch und eure Gefährten zu Helden von Radcliffe zu ernennen. Ihr seid in diesen Hallen stets willkommen. Das ist lieb. Und für euch, Wächter, einen Schild derselben Qualität, wie sie nur unsere besten Ritter erhalten. Danke, euer Gnaden. Wir sollten über Loghain sprechen, Bruder. Was wird er wohl tun, wenn er von deiner Genesung erfährt? Loghain zettelt einen Bürgerkrieg an, obwohl die dunkle Brut vor unserer Tür steht. Ich kenne ihn schon lange. Er war bisher stets bedacht und nie machthungrig. Ich war dabei, als er seinen Anspruch auf den Thron vorgebracht hat. Eamon, ich sage dir, er ist wahnsinnig vor Ehrgeiz. Wahnsinnig, in der Tat. Caelan zu töten, es bei mir zu versuchen und meine Ländereien zu zerstören. Was auch mit ihm geschehen ist, wir müssen Loghain aufhalten. Dabei haben wir kaum die Mittel, diesen Kampf bis zum bitteren Ende zu führen. Was schlagt ihr also vor? Wir haben nicht die Zeit, einen Feldzug gegen ihn zu führen. Jemand muss nachgeben, wenn Ferelden im Kampf gegen die dunkle Brut eine Chance haben soll. Aber wenn alle von seinen Taten erführen... Ich werde Loghains Verrat hier und den gegen den König verbreiten. Aber ohne Beweise ist das nur eine Behauptung. Loghains Verbündete werden darüber nachdenken. Aber wir brauchen etwas, das Loghain nicht vom Tisch wischen kann. Jemanden, dessen Thronanspruch schwerer wiegt als der von Loghains Tochter, der Königin. Meinst du damit Alistair, Bruder? Bist du sicher? Ich würde es nicht vorschlagen, wenn es eine Alternative gäbe. Aber das Undenkbare ist eingetreten. Ihr wollt Alistair zum König machen? Tegan und ich haben einen Anspruch durch Heirat. Aber dann wären wir Opportunisten und nicht besser als Loghain. Alistair jedoch hat königliches Blut. Und was ist mit mir? Interessiert niemanden, was ich will? Ihr tragt Verantwortung, Alistair. Ohne euch gewinnt Loghain und ich müsste ihn um Ferelden willen sogar unterstützen. Wollt ihr das etwa? Ich, aber... Nein, Herr. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Ich berufe in der Stadt Denerim ein Landting ein. Ein Treffen des gesamten Adels von Ferelden. Dort soll Ferelden dann entscheiden, wer es beherrscht. So oder so. Danach können wir unseren wahren Feind bekämpfen. Was sagt ihr dazu? Ich würde das ungern ohne euer Einverständnis machen. Denkt ihr, dass mit dem Landting funktioniert? Das kommt darauf an. Wenn wir im Landting keine Entscheidung für Alistair durchsetzen, ist ein Kampf gegen Loghain nicht mehr möglich. Bedeutet das, dass Loghain gewinnen kann, obwohl er seinen König getötet hat und vor Machtgier wahnsinnig ist? Möglicherweise. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt. Und wenn wir Loghain unterstützen? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Warum greift Loghain Radcliffe nicht einfach an? Warum hat er mich wohl vergiften lassen? Um mich ohne direkte Konfrontation zu beseitigen. Wenn ich ein Landding einberufe und er dann jeden Kompromiss ablehnt und Radcliffe angreift, stützt das unsere Vorwürfe. Er wollte, dass ich an dem Gift sterbe, und ohne die Einmischung des Dämons wäre auch genau das passiert. Wir haben wohl kaum eine Wahl. Ja, wenn es so aussieht, dann haben wir keine Wahl, nee. Gut, ich lasse es verbreiten. Aber bevor wir fortfahren, wäre da noch dieser Magier, der Hauslehrer meines Sohnes. Wie ich hörte, lebt er noch. Stimmt. Er ist im Kerker, Bruder. Lass ihn herbringen, Tegan. Ich will ihn sehen. Joan, wir wissen alle, was ihr getan habt.
Ihr wolltet mich ermorden und habt dadurch Ereignisse ausgelöst, die beinahe alles vernichtet hätten, woran mir etwas liegt. Was sagt ihr zu eurer Verteidigung? Nichts, Herr. Nur, dass es mir leid tut. Ich erwarte keine Gnade für meine Taten. Verstehe. Grauer Wächter, habt ihr etwas zu Jaons Gunsten zu sagen? Er half bereitwillig mit und hat nun kaum eine Wahl. Solch mattes Lob verdammt ihn eher. Dann gibt es nichts mehr zu sagen. Jaon, ich verurteile euch hiermit zum Tode. Möge der Erbauer euch gnädig sein. Wir können es nicht. Danke, Herr. Hat er sich gerade bedankt? Und nun zurück zum Landting. Ich kann die Reise nach Denerim aufschieben, falls ihr noch weitere Verbündete bringen wollt. Mit Beginn des Landting ist das vielleicht nicht mehr möglich. Okay. Ich möchte Logan eigentlich keine Zeit zum Nachdenken geben, aber das liegt an euch. Ich werde nicht ohne euch nach Denerim gehen. Gebt mir dennoch etwas Zeit. Wie ihr wünscht. Es dauert ohnehin ein wenig, bis die Nachricht sich verbreitet hat, und ich werde bis dahin meine Truppen organisieren. Sagt mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Bis dahin steht Radcliffe zu eurer Verfügung. Okay, also er hat es quasi angekündigt, das ist der Point of No Return. Sobald wir zu dem Land hingehen, war es das für uns. Wir können dann nichts mehr machen. Wir haben jetzt hier Punkte bekommen. Was für Punkte? Ah, hier nochmal einen. Okay, das nehmen wir mit. Und warum kriegt Alistair hier nochmal einen? Ah, nee, der kriegt hier die drei. Ich würde gerne noch auf Konstitution gehen. Ach nee, Moment, der braucht ja 16 Klugheit. Okay, vergesst, dass ich was gesagt habe. So. Überleben. Jetzt haben wir nämlich Boni auf Naturresistenz und körperliche Widerstandskraft. Das ist gar nicht so schlecht. Und was könnten wir denn sonst noch hier mitnehmen? Wollte ich den Gegner vor uns nicht zusammenhalten, wenn er bei einer Prüfung scheitert. Ich nehme lieber die Schildtaktiken. Okay. Ihr habt's gehört, der Point of No Return ist erreicht, sobald wir das Landing beginnen. Damit möchte ich mich dann an der Stelle erstmal verabschieden. Wir werden jetzt noch ein bisschen aufräumen, die Gefährtenquests noch abschließen, das heißt Morrigan und Stan. Und auch gucken, dass wir vielleicht noch Shales Quest abschließen, die ja nicht unter Gefährten geführt ist. Das heißt, ich denke so ein, zwei, drei Folgen werden wir noch brauchen, um hier alles aufzuräumen und dann legen wir mit der Hauptstory, mit dem Finale der Hauptstory los. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Und bis dahin. Ciao, ciao.